So, meine lieben Freunde, hallihallo und einen wunderschönen guten Morgen bei einem etwas neueren, mal so Vorstellungsspiel, würde ich mal sagen, so ein angezocktes Let's Play. Und ich will euch mal das ein oder andere zeigen. Also muss ich mal das Mischpult ein bisschen näher stellen. Und ja, was habe ich vor? Was spiele ich? Ich habe sowieso schon etwas länger mal, wie heißt's, euch... Na. Ich habe sowieso mal vorgehabt, dieses Spiel vorzustellen, weil ich spiele das mit Freunden ab und zu mal. Und selbst da ich ja ein Freund von Aufbau bin, von Minecraft bin, auch eine Zeit lang Harvest Moon auf der GameCube gespielt habe und solche Sachen, wollte ich mal Factorio spielen. Das habe ich auch durch den NKN mehr oder weniger kennengelernt oder beziehungsweise durch einen Freundeskreis, wo der NKN auch mit involviert ist. Und ich finde das Spiel an sich halt ganz gut. Allerdings bevorzuge ich, wie man hier sieht, den Friedvoll-Modus und dementsprechend werde ich das dann auch so spielen, weil ich mag es einfach zu bauen und so weiter und so fort. Wie das Spiel aufgebaut ist, das ist nicht so ein richtiger Survival-Simulator, das ist auch jetzt nicht unbedingt ein Horrorspiel oder so, es ist einfach so ein Spiel, wie soll ich denn das sagen, das ist einfach so ein Spiel, wo du halt so ein bisschen zurechtkommen musst. Alles Weitere erklärt sich eigentlich während des Spiels, deswegen würde ich einfach mal sagen, dass wir in Factorio, das gibt es bei Steam, die Welt generieren. Das ist das freie Spiel von Factorio. Deine Aufgabe ist es, eine Rakete in den Weltraum zu starten. Dazu musst du ein Raketensilo bauen und eine Rakete mit einem Satelliten starten. Du wirst erweiterte Technologien erforschen müssen, um das Raketensilo freizuschalten. Fange klein an, arbeite dich auch durch Automatisierung hoch und vergiss nicht, dich vor den Einheimischen zu schützen. Das haben wir ja diesmal nicht. So, wir sind sozusagen ein Mensch, der auf einem Planeten gestrandet ist. Und wir müssen halt irgendwie zurechtkommen. Wir haben hier einen befeuerten Erzförderer und einen Schmelzofen zur Verfügung. So, das bedeutet in etwa, wir haben hier die Karte, die ist jetzt so aufgebaut. Hier sieht man zum Beispiel hier sieht man zum Beispiel gewisse Ressourcenfelder, ja. Also wir müssen jetzt nicht essen, trinken oder sonst was. Wir müssen einfach nur, wie eine Fabrik, eine Fabrik aufbauen und Sachen halt herstellen und so weiter und so fort. Wir haben noch 8 Eisenplatten, die benutze ich immer ganz gerne, um Eisenspitzhacken zu bauen, dass nämlich ein paar Sachen schneller geht. So, wir müssen hier Sachen abbauen, kriegen dadurch Ressourcen. Wir haben jetzt hier den Fels abgebaut, haben hier 22 Steine im Inventar und hier können wir gucken, mit diesem Stein im Inventar können wir zum Beispiel Schmelzöfen bauen. Und so funktioniert das Spiel. Wir können auch Bäume fällen und mit diesen Bäumen können wir kriegen wir natürlich dann auch Holz, Rohholz. Mit diesem Rohholz können wir zum Beispiel Holzkisten bauen. Und natürlich gibt es hier noch viel, viel mehr Rezepte. Die müssen alle aber erstmal Stück für Stück freigeschaltet werden. Deswegen fange ich damit auch gleich mal an. So, mal am Anfang braucht man natürlich, weil wir hier befeuerte Erzförderer haben, brauchen wir in irgendeiner Weise Kohle. Das bedeutet, wir haben hier ein Kohlefeld, das gibt ungefähr 360k Einheiten und wir haben hier ein größeres Kohlefeld. Die Kohlefelder sind einigermaßen nah, es ist schon relativ weit und hier ist das Eisenerz. Deswegen würde ich sagen, wir fangen hier erstmal mit einem... Hier fangen wir erstmal mit Eisen an. Da passiert natürlich noch gar nichts, weil hier natürlich, der baut zum Beispiel Eisen ab, legt das hier natürlich, wo der Pfeil ist, kommt das Eisen dann raus und wenn du hier einen Ofen dran baust, wird das Eisen direkt in den Ofen getan. Dann ist hier zum Beispiel, kommt dann Kohle rein, das zeige ich euch dann einfach. Und aus diesem Roheisen, wenn es durch den Ofen gerät, können wir dann ohne Probleme auch, Eisenplatten herstellen und damit können wir dann auch Stück für Stück so ein bisschen weiter können dann ein bisschen expandieren und einfach anfangen mehr Sachen zu bauen. So, ich mache das jetzt erstmal mit der Hand. Das kann man auch im Multiplayer im Kooperationsmodus spielen, da hat man dann mehrere Leute zur Verfügung. Ist auch relativ einfach dort als ein Spiel zu hosten.
hostet einfach ein Spiel und spielt mit seinen Freunden gemeinsam zusammen und baut dann zum Beispiel verschiedene Sachen. Was wir immer ganz gerne gemacht haben früher, ist, du musst im Friedform-Modus Friedform-Modus kannst du einfach expandieren, wie du Bock hast. Wenn du jetzt zum Beispiel so einstellst, dass die Feinde dich angreifen, musst du so ein bisschen auf deine Ressourcen achten und musst halt gucken, dass hier die Feinde nicht alles kaputt machen. Die greifen nach einer Weile an, dann musst du dich A verteidigen und B kannst du dann nicht einfach die Umwelt so großartig verschmutzen, weil du kannst hier auch die Umwelt verschmutzen und dann greifen natürlich die Einheimischen an. So, in Einheimischen, auch im Friedvollmodus gibt es Einheimische, die Einheimischen brauchst du auch, aber die greifen dich erstmal nicht an, nur wenn du sie an, also die greifen nie zuerst an. So, hier lege ich erstmal die Hälfte rein. Hier auch. Der fängt dann hier an, Eisenerz abzubauen. Das Eisenerz gerät direkt hier rein und wird dadurch durch eine Eisenplatte festgestellt. Diese Eisenplatten können wir hier wegnehmen und wenn wir Alt drücken, sieht man auch ungefähr, was in diesem Ofen produziert wird. So, jetzt haben wir zum Beispiel, solange wir hier Kohle nachfüllen, haben wir eine automatische Produktion von Eisenplatten. Das muss natürlich auch irgendwann mal der Bequemlichkeit her von selbst vonstatten gehen. So, hier sieht man unten rechts, wenn man auf das drauf geht, sieht man, was man für Ressourcen braucht. Und unten, wenn man guckt, sieht man die Abbaukraft, die Abbaugeschwindigkeit, das Abbaugebiet, wie viel Platz man braucht, maximale Gesundheit, den Energieverbrauch und das benötigte Material. Wir brauchen 9 Eisenplatten, 5 Steine und 4 Sekunden Zeit. Wir haben noch keine 9 Eisenplatten. Jetzt haben wir genug. Jetzt können wir hier einen erstellen. So. Wir brauchen aber noch mehr Eisenplatten. So. Damit würde ich nämlich gerne anfangen, mit diesem Erzförderer auch die Kohle abzubauen. Das funktioniert genauso wie mit dem Eisenerz. Ah, jetzt muss ich schon wieder niesen gleich. Oder? Na, scheiße. So. Hier sieht man, wie viel Eisen der ungefähr zutage fördert. Ich würde sagen, das reicht so erstmal aus. So, können wir hier noch irgendeins von denen bauen? Ja, können wir. So, ich habe jetzt hier noch so einen Greifarm, also einen befeuerten Greifarm gefördert. erstellt. Allerdings brauchen wir davon etwas mehr. Das zeige ich euch nämlich gleich, wie ich das so ein bisschen automatisiere. Das läuft im Hintergrund, das können wir ganz einfach machen. Das läuft jetzt so lange, bis wir da Kohle hin, so lange wie das Ding Kohle hat, läuft das ohne Probleme. Da müssen wir jetzt nicht ständig hin und her, also müssen wir nicht permanent hingehen und uns halt drum kümmern. Wir nehmen das erstmal als, wir nehmen das Holz erstmal. So, dieser Dingsbums hier, diese wie heißt es, diese Fließbänder sind zum Beispiel, die laufen automatisch immer noch in eine Richtung. Die kann man drehen. So. Der Greifarm funktioniert ungefähr so, wenn der braucht auch Kohle und wenn er Kohle braucht, dann nimmt er die sich. Und wenn Kohle hier dran vorbeigeht, sieht man hier auf der linken Seite, sieht man den Strich. Der Strich bedeutet, von da nimmt er es hin und die Pfeilrichtung besagt, da bringt er es hin. Und wenn der Kohle halt hier reinbringt, legt der dem befeuerten Erzförderer weiter Kohle an und dadurch kann der Erzförderer weiter Kohle abbauen. Das bedeutet, solange dieses Feld, solange der Erzförderer, sieht man hier unten rechts, erwartete Ressourcen 339 und solange dieses, solange da was drinsteht und er abbauen kann, haben wir so ein kleines Mobile sozusagen. Das bedeutet, wir müssen uns hier um die Ressourcen nicht mehr weiter kümmern. So, dann gucken wir erstmal oben. Okay, wir müssen ein bisschen Kohle mitnehmen. Was ich ganz gerne mache, ist hier zwischendrin nochmal so eine Truhe hinstellen, dass wir so ein kleines Kohlelager haben und da immer ein bisschen was abgreifen können, wenn wir irgendwas neu bauen. Das kann natürlich alles noch später viel mehr automatisiert werden, natürlich, das ist klar. Da legen wir mal die Hälfte hin.
Der hat 5. Dann kriegt der, braucht mehr. Gut. So, bevor ich aber jetzt hier großartig anfange, hier alles mit befeuerten Erzförderungen und so ein Kram abzulegen, würde ich eher sagen, dass wir hier schon mal anfangen, Kohle abzubauen. Ja, der hat sich jetzt gerade selbst was genommen. Und da legt er jetzt die Kohle rein. Das bedeutet, hier können wir uns ein kleines Kohlelager aufarbeiten. Und ja. Ich bin mal kurz... Also wir müssen das jetzt erstmal so ein bisschen lassen, weil wir brauchen jetzt erstmal... Die müssen jetzt erstmal so ein bisschen arbeiten. Das bedeutet, wir brauchen jetzt erstmal ein paar Ressourcen. So, ich könnte aber schon anfangen mit dem Eisen, mit den Fließbändern, die ich schon gearbeitet habe. So anfangen, hier eine Pipeline nach oben zu bauen, dass wir hier zum Beispiel die Kohle, die hier unten von dem Feld abgebaut wird, dass wir die hier an dem Eisenfeld, wie nennt sich das? Dass wir hier diese zwei Eisenfelder, dass wir damit arbeiten können. Es ist 7 Uhr, ich wollte mir eigentlich noch Brötchen mit dem Bäcker holen, aber der macht heute erst um 8 Uhr auf. Da habe ich mir gedacht, nutze ich die Stunde mal, bevor ich jetzt hier irgendwas Gammeliges mache. Und zeige euch mal das Spiel. Ja, am Anfang muss man halt viel warten, weil man dann noch nicht so viel machen kann. Aber auf der anderen Seite geht das irgendwann schneller. Das brauchen wir. Genau, das brauchen wir erstmal, weil wir brauchen nämlich auch Kupfer. Ich will nämlich so früh wie möglich anfangen, elektrische Energie zu erzeugen. Das bedeutet, elektrische Energie, wir brauchen dann diese ganzen... wir brauchen die Kohle nicht mehr für Erzförderer und so ein Kram, sondern nur noch für Dampfmaschinen und so ein Scheiß. Deswegen nehme ich da erstmal die Kohle weg, lass das ganze Zeug noch mal kurz arbeiten. So, da habe ich mir mal gerade eben die Nase geputzt und habe das Mikrofon mal ein bisschen gemutet. Warum hast du aber gerade, warum hast du das nicht pausiert? Ganz einfach, wir müssen hier sowieso abwarten und von dem Zeug ein bisschen sammeln. Von daher können wir das auch so machen. Ich will jetzt hier oben erstmal das Kupfer ran. Aber wir müssen hier die Bäume irgendwann fällen, weil wir das Feld frei haben. Weil wir das Feld frei brauchen, mache ich aber später. Dann kann der nämlich schon mal anfangen. abzubauen. So, das reicht erstmal. Dann bauen wir hier nochmal die Bäume ab, nur um das Feld frei zu kriegen. So. Am Anfang mag das noch ein bisschen übertrieben sein, komplettes Feld von Bäumen freizuräumen, aber später wirst du das brauchen. So, steckt viel Logistik hier dahinter, also wenn jemand, wenn hier jemand irgendwie eine logistische Meisterleistung braucht, wie was zu managen ist, wie was zu handhaben ist, ist das Spiel eigentlich eine ganz nette Vorbereitung auf sowas. Ressourcenmanagement, Ressourcenbeschaffung, Ressourcenverarbeitung, kann viel Mathematik drin stecken. So, ich denke mal, das sollte so ausreichen. Dann haben wir das Feld schon mal frei. Ah, die zwei Bäume nerven auch. Ist ja nicht unser Planet. Unser Ziel ist ja, diesen Planeten, diesen Planeten in den Rücken zu kehren. Von daher...
So, das Holz brauchen wir aber für andere Sachen. Deswegen behalte ich das mal. Wir können hier eine Dampfmaschine bauen. Wir können hier eine Offshore-Pumpe bauen. Und ich würde gerne einen Heizkessel bauen. Für die Dampfmaschine brauchen wir einfach noch viele Zahnräder. So. Wir haben auch ein Wasserbecken. Das ist eigentlich ganz gut, dass das so ein bisschen zentral liegt. So, wenn ich hier eine Truhe abgreife, dann muss ich aber anfangen, mehr von den Dingern zu bauen. So, davon brauche ich noch Eisen. Okay. Ja, ist ja auch erstmal egal. Das kommt später. Ich brauche noch Pumpen, also Rohre brauche ich auch noch, damit ich das Wasser hier, was ich zu Dampf verarbeiten möchte und was dann zu Strom verarbeitet wird, weiterleiten kann. Aber erstmal muss ich hier wieder was machen. Jo. Gut. Ich brauche definitiv etwas mehr Kohle, deswegen würde ich ganz gerne noch einen weiteren Förderer hier abbauen wollen. Dass der weiterhin abbaut. Das kann man eigentlich ganz gut miteinander kombinieren. Ja, falsch. So, mit F kann man das Zeug, wo man drüber läuft, einsammeln. Gut. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Eisen. Das ist ein Steinfeld. Die Steinfelder lasse ich eigentlich in der größten Teil, so gut es geht, in Ruhe. Weil wir hier nämlich Felsen haben, wo man halt mal größere Ressourcen braucht. Aber Steine braucht man später ein paar, aber nicht ganz so viele. Von daher kann man das so ein bisschen vernachlässigen, was später, glaube ich, gar nicht mehr der Fall ist. Also irgendwann brauchst du auch einiges an Steine. Ja, das war jetzt ein Autosave. Nach allen 10 bis 15 Minuten speichert das Spiel automatisch. Das kannst du natürlich umstellen, finde ich aber persönlich ganz geil und hab das gerne mal so gelassen. Okay, das brauche ich und von denen brauche ich eine Menge. Kann man natürlich später, wenn wir soweit sind, alles automatisieren. Das bedeutet, wir haben dann irgendwann Produktion für alles, ohne dass wir uns großartig kümmern müssen. Da müssen wir uns eigentlich nur noch um Layout, Expansion und so ein Kram halt kümmern. Gut. Es läuft. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob das auch richtig läuft. Ja, glaube schon. Ich will mal was testen. Okay. Ich wollte nur testen, ob der schnell genug ist, weil das kann nämlich manchmal auch nach hinten losgehen. So. Alles klar. Wir haben hier jetzt Kohle, wir brauchen Eisen erstmal, obwohl, ja doch, Eisen brauchen wir. Ja, am Anfang brauchen wir sehr, 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 sehr viel Eisen. Von daher müssen wir mit den Ressourcen, die wir besitzen, ein bisschen haushalten. So, Kupfer brauchen wir nicht ganz so viel. So. Gut. Wir haben jetzt eigentlich alles, um eine kleine Stromstation zu bauen. Ich würde diese Stromstation gerne hier unten erstmal hinbauen. Dazu brauchen wir hier eine Pumpe. Die kann man hier hinsetzen. Diese Pumpe pumpt zum Beispiel Wasser. Das mache ich immer ganz gerne mit Rohren. In diesen Heizkessel. Es geht hier so rein. Und dann kann man natürlich noch weiter was machen. Ich glaube, bis zu 3 Stück kann man hier anschließen. So, dieser Heizkessel, wenn der mit Kohle oder mit Brennstoff beladen ist,
heizt er das Wasser auf und setzt es hier an die in die Dampfmaschine rein. Und die leitet dann den Strom weiter. Es wird natürlich auch nur gebraucht, wenn der Strom, wenn der Strom, also wenn wir auch Strom verbrauchen. Deswegen sage ich mal, sind wir noch nicht ganz so weit. Die Bäume. Der Baum muss weg. Der Baum auch. Ich glaube, die anderen Bäume können eigentlich so ganz gut stehen bleiben. So, wir können jetzt hier langsam anfangen, hier elektrische Erzförderer zu bauen. Dazu brauchen wir noch 4,5 Kupferplatten und 23 Eisenplatten. So, dann haben wir so einen elektrischen Erzförderer. Dauert natürlich ein bisschen, bis wir den hergestellt haben. Auf der anderen Seite kommt das später alles noch. Ziel ist es, wenn wir T drücken, hier diese Forschung durchzusetzen. Da braucht man Elixiere dafür. Die schalten dann zum Beispiel Montagemaschinen, lange Greifarme frei. Optik zum Beispiel schaltet Lampen frei, dass wir nachts auch ein paar Lämpchen hinbauen können. Hier können wir militärisch bauen, Geschütztürme zum Beispiel, um sich entweder gegen die Aliens zu verteidigen oder gegen die Aliens zu kämpfen. Weil die Aliens lassen Alien-Artefakte legen, das sind so pinke Schleimbolzen, und aus diesen pinken Schleimbolzen kann man dann auch irgendwann hier pinke Elixiere brauen. Wissenschaftspaket für Militär. Paket 3, Paket 2 und irgendwann braucht man natürlich auch das hier. Und das Pinke müssen wir natürlich auch erst freischalten. Das wird aus Alien-Artefakten generiert sozusagen. Ist eigentlich relativ einfach herzustellen. Achso, ich wollte jetzt erstmal die Elektrisierung anfangen. So, da fange ich am besten so an. Also der grüne Bereich wird von dem Erzförderer erfasst und abgebaut. Deswegen versuche ich es so zu machen. Es passt, ja. Wie man hier sieht, hat er nämlich noch keinen Strom. Das kann man aber so machen. Die haben eine Reichweite von ungefähr 2 Stück neben dem hier. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Du kannst natürlich später auch noch größere bauen, weil du einfach irgendwann größere Entfernungen überwinden musst. Musst du aber auch erst alles freischalten. So, in die Diagonale geht das nicht ganz so stark. So, hier brauchen wir noch eins. Und jetzt fängt die natürlich an zu produzieren. Und da muss jetzt Kohle hin und auch hier sowas. So ein Greifarm, das sind die normalen Greifarme. Die sind wie die alten. Nur, dass sie Strom fressen. So, unser Ziel ist es jetzt erstmal. Da oben brauchen wir jetzt erstmal keine Kohle. Doch, brauchen wir auch noch Kohle. Das kommt aber später dann noch. Ziel ist es jetzt für mich erstmal, ein Kohlezweig hier nach da hinten zu bringen, dass der Heizkessel hier langsam anfangen kann. Wie heißt's? Na. Damit er halt weiter das Wasser aufheizen kann. Dass das auch irgendwie ein bisschen automatisiert wird. Und dementsprechend würde ich sagen, machen wir das dann doch auch. Gut, ja, das kann man so lassen. Das sieht für mich ganz gut aus. Ja, am Anfang brauchen wir viel Eisen. Ich glaube, es wäre einfacher gewesen, wenn ich am Anfang mehr Zeit reingesteckt hätte und mehr Ressourcen in die Eisenabbau, in die Eisenabbauproduktion. Dann hätten wir nämlich wahrscheinlich mehr. Aber das sind diese Kleinigkeiten, die dir zum Beispiel so selbst nicht auffallen. Aber, wie heißt's? Die zum Beispiel im Koop-Modus halt ganz gerne mal besprochen werden. So, was brauchen wir denn? Hier ist Zwischenprodukte. Zwischenprodukte können wir hier so, hier aus Holz können wir zum Beispiel, können wir normal Holz bauen. Eisenplatten können wir auch
Können wir nicht herstellen. Hier unten steht wohl, wo das hergestellt wird. Kupferplatten auch. Aber zum Beispiel können wir auf Kupferplatten, Kupferkabel und so basteln. Auch elektronische Schaltkreise. Und hier sind diese Wissenschaftspakete. Oder Elixiere, wie ich sie ganz gerne nenne. Die können wir auch per Hand herstellen. Das dauert aber natürlich ewig lange. Dafür brauchen wir Kupfer und Eisenerz. Zweimal Eisenplatte dafür, weil zwei Eisenplatten ergeben ein Eisenzahnrad. Und dazu brauchen wir aber auch irgendwann hier so ein Labor. Das werde ich auch mal anfangen, weil dann kann ich nämlich die ein oder andere Automatisierung schon mal beginnen. 36. Mist. Wir können aber leider aus den Materialien können wir leider die Rohmaterialien nicht mehr gewinnen. Das bedeutet, man sollte schon aufpassen, was man so... Jo. Man sollte schon so ein bisschen aufpassen, was man so produziert. Muss ich das mal ein bisschen warten, dass wir ein paar Ressourcen haben. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Wie viel Uhr haben wir es denn? Muss ich noch gucken. Naja, ein bisschen mache ich noch. Ich würde sagen, ich gucke einfach mal weiter und versorge alles noch mal ein bisschen noch mal manuell mit Kohle, dass es zumindest weiterläuft. Und wenn dann so um 8 Uhr der Bäcker aufmacht und ich dann frühstücke, ist es eigentlich ein guter Punkt, einen Schnitt zu setzen. Ja. Wenn du Steuerung drückst und auf die Ressource, die du haben willst, dann nimmst du die komplette Ressourceneinheiten mit. Also nicht alles, was drin ist, sondern alles, was Kohle ist. Oder den ganzen Stack. Oder war das mit Umschalt? Entweder wenn du Caps drückst, also wenn du Umschalten drückst oder wenn du Steuerung drückst. So, und jetzt will ich erstmal gucken. Ja, ist natürlich dunkel. Ist cool, dass wir hier so eine Baustellenlampe haben auf dem Kopf. So, jetzt kann das erstmal produzieren. Ich habe jetzt alles so voll gemacht, wie es geht. Ich glaube, maximal 50er Kohlestack kannst du raushauen. Und, jo. Ja, wenn du alles per Hand machst, dauert es halt wirklich lange. Wir sind jetzt hier dran, ein Labor zu machen. Allerdings, ja, schwierig zu sagen. Die Musik ist eigentlich auch ganz cool. Also jetzt nichts Episches, aber auch nichts, was großartig stört oder so. Läuft ganz nett im Hintergrund. So, jetzt können wir forschen. Jetzt brauchen wir davon erstmal ein paar. Die mache ich erstmal so gut ich kann mit der Hand. Weil wir brauchen echt, um die ein oder andere Sache zu vereinfachen, brauchen wir ein paar Sachen, die wir einfach erforschen. Gerade wenn es heißt, du kannst auch später Teiler, Fließbänder und so machen. Also Automatisierung, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich habe hier ein 2 Kohle, den muss ich in 2 aufteilen, dass der zum Beispiel den Strom und die hier diese Dinger versetzt. Das braucht dementsprechend Ressourcen. So, wir können natürlich auch noch viel mehr Forschung machen. Montagemaschinen. Ich brauche erstmal was anderes eigentlich. Das hier brauche ich. Logistik. Logistik braucht insgesamt, warte mal, wie 20 von diesen roten Elixieren. Ja, mit einem Labor geht das natürlich relativ langsam. Aber das ist mir eigentlich... Das ist mir eigentlich auch Wurst. Ich würde so machen, ich mache ein paar Parts, gucke, wie es bei euch ankommt. Und dementsprechend gucke ich dann, ob ich dann irgendwann weitermache. Und zwischen den Parts mache ich immer so ein bisschen Produktionspause, wo ich nichts herstelle oder so, sondern wo ich mich einfach nur darum kümmere, dass die Produktion weiterläuft und dass ich auch ein paar Ressourcen ansammeln kann. Würde ich sagen. Zum Beispiel, dass ich das Spiel einfach mal im Hintergrund laufen lasse und hier der Ofen mal ordentlich Eisen produzieren kann. Das würde ich so als, das würde ich so zwischen den Aufnahmen so als Pause machen, weil das läuft auch im Hintergrund, ohne dass ich auch selbst aktiv da mitspiele. Und dementsprechend kann ich dann auch in den Parts produktiv arbeiten. Im Spiel. Oh wei, ich
glaube, ich werde krank. Das hört man wahrscheinlich auch raus, gestern im Stream hat man das rausgehört. Das kam aber von jetzt auf gleich. Also am Freitag ging es mir wunderbar. Alles super und echt grausam. Macht der Bäcker um 8 oder um 8.30 Uhr auf? Ich weiß das gerade gar nicht. Ah, stimmt, wir brauchen die Dinger. Okay. Mensch, ja, Eisen ist natürlich schlecht, wenn du nur mit einem Eisenofen arbeitest. Finde ich aber gut, dass die roten Elixiere nicht so viel brauchen. Die grünen Elixiere herzustellen wird schon ein bisschen, interessanter. Jo. Ich bin ja jetzt nur dran, rote Elixiere herzustellen. Das kann man natürlich alles später automatisieren, ne? Da muss man dann eigentlich kaum noch was berücksichtigen und später kann man dann auch noch gucken, ob man sagt, okay, ich bleibe weiterhin bei Kohle, solange ich Kohle habe oder nicht. Und später kann man dann auch Solarenergie benutzen und wenn man die Berechnung richtig macht, kann man zum Beispiel Akkumulatorenfarmen bauen, die sich dann zum Beispiel, wenn die Sonne tagsüber nicht scheint, so aufladen, dass du deine Produktion auch nachts weiter behalten kannst. Das wäre schon mal ganz geil. Und hier sieht man dann zum Beispiel auch den Strom, den man verbraucht. Hier ist die Produktion. Die Produktion ist immer noch komplett voll. 60,4 Kilowatt produzieren wir. Hier unten steht, dass die maximale Leistung 900 Kilowatt beträgt. Und unsere Produktion ist ungefähr, gucken wir mal, in der letzten Stunde haben wir eine Produktion gehabt. Ist rapide abgefallen. Aber da ist, also die Produktion ist immer halt genauso hoch. Das bedeutet, wir haben hier 860 Watt, das Labor verbraucht 2,9 Kilowatt und der Greifarm, einer steht gerade aktuell dran, der braucht 60,2 Kilowatt. Gut, das bedeutet, die Dampfmaschine kann ordentlich Zeug, wie heißt's? Ordentlich Zeug hier produzieren und da können wir dann auch gucken, okay, müssen wir dann das ein oder andere dann weiterhin, ja, da können wir gucken, rüsten wir auf oder nicht. Wenn zum Beispiel die Dampfmaschine nicht hinterherkommt, dann wird die ganze Produktion, teilt sich den Strom, das bleibt dann so, wie es ist, aber, es wird dann alles verlangsamt. Das arbeitet dann zum Beispiel nur noch mit 50% Effizienz. Wenn wir jetzt nur noch halb so viel Strom produzieren, wie wir verbrauchen. Finde ich persönlich eigentlich, sehr, sehr geil. Autosave, okay. So, jetzt würde ich gerne... Das Wasser hätte ich gern so ein bisschen frei. Forschung muss erstmal weiterlaufen, das ist das Wichtigste, weil wenn du die Sachen erst erstellt hast, dann kannst du richtig anfangen aufzubauen, weiterzumachen und so fort. Von daher, wichtig war mir persönlich nur, dass die Forschung genug Ressourcen hat. Die hat jetzt noch 4 Stück. Das sollte laufen. Das sollte ausreichen für das erste Logistikteil. Und dann können wir langsam mal anfangen, wenn wir dann, ich dann so ein Päuschen gemacht habe, der Strom läuft, mal ein ordentliches Layout zu bauen. So. Bababababam. Ne, das war falsch. Aber hier gucke ich nochmal nach. Wir sind natürlich ein Übermensch. Wir können während des Laufens Fließbänder herstellen. Mit der Hand natürlich. Der hat Ressourcen. Der hat noch 5 Ressourcen. Aber warum bauen die nichts ab?
Okay, der ist leer. So, dann müssen wir das Layout hier ein bisschen anpassen. Gut. Natürlich gehen die Ressourcen nicht verloren, das ist klar. Das bedeutet, wir können hier einfach weiterarbeiten. Ist das dein Ernst? Hast du jetzt dem armen Erzförderer die Kohle geklaut? Oh, ja, war klar. So, die fangen jetzt weiterhin an. Das ist gut. Die Produktion ist soweit beendet. Dann will ich alles nochmal nachfüllen. Und hier gucken, dass der Strom schon mal automatisch so mehr oder weniger versorgt wird. Oh. Wisst ihr was, bevor ich jetzt hier den ganzen Stress mache, mache ich so. Gut. Jetzt versorgt sich das so ein bisschen selbst. Und ich kann jetzt anfangen, hier einfach das langsam anfangen zu automatisieren. Das mache ich nochmal leer. Das mache ich nochmal voll. Das mache ich nochmal voll. Und den Rest der Kohle stecke ich oben nochmal rein. Dann sollten wir eigentlich auch genug haben, um das einfach mal produzieren zu lassen. So, gut, wunderbar, läuft. Ich mache hier ein kleines Aufnahmepäuschen und würde mich freuen, wie ihr das Spiel so findet, gerade mit den Einstellungen, die ich jetzt so drin habe, dass die Feinde nicht zuerst angreifen. Wir werden natürlich noch ein Battle gegen die Feinde machen, aber ich persönlich mag es halt gar nicht, wenn ich halt mich vertiefe oder so in dem Aufbau- und Logistikspiel, dass Feinde kommen, also die Einwohner-Aliens sozusagen, und mir die ganze Base kaputt machen. Weil dann kommen sie meistens irgendwann so brutal an, dass du alleine so ein bisschen überfordert bist, wenn du dich auf Militär rüstest, kannst du die Produktion nicht mehr in Gang bringen und so weiter und so fort. Das geht dann halt sehr schleppend. Für ein Let's Play ist das ein bisschen schwierig. Für ein Let's Play Together wunderbar natürlich. Klar, wenn man da so mit 2, 3, 4 Mann zusammenspielt, dann läuft das super, aber so aktuell nicht. So, wir haben jetzt die erste Forschung fertig gemacht und jetzt können wir auch viel mehr produzieren. Hier Teilerfließbänder zum Beispiel oder schnelle Greifarme, die sind etwas schneller als die normalen, verbrauchen aber auch dementsprechend mehr Kilowatt. Und ja, auch solche unterirdischen Fließbänder, dass die Fließbänder einfach für eine gewisse Zeit unter dem Boden sind, dass du da oben weiter drauf bauen kannst, ohne ständig halt hier so drüber laufen zu müssen. Und ja, das geht natürlich alles noch weiter. Hier zum Beispiel, wir haben den ersten Logistik 2 kam hier fertig. Logistik 2 würde dann, braucht dann hier grüne Elixiere und gibt dann schnelle Fließbänder, schnelle Teilerfließbänder, dass das alles schneller geht. So, würde aber gerne hier diese Automatisierung anfangen, weil wir auch Montagemaschinen brauchen und mit diesen Montagemaschinen können dann zum Beispiel so Kleinigkeiten hergestellt werden. So, da mache ich hier ein Aufnahmepäuschen und guck einfach mal, vielleicht mache ich die Automatisierung fertig mit den Paketen und verabschiede mich bis dahin. Bis zum nächsten Part. Macht's gut. Ciao.